kannst meine Arbeit nur betreuen, wenn wir unser Verhältnis beenden. Ja. Du solltest deinen Gesichtsausdruck sehen. Bernd Eichinger zeigt. Das heißt, er will gegen Sie als Präsidentschaftskandidat antreten. Ein Professor hat eine Studentin vergewaltigt an unserer Universität. Sonka Benzmann hatte der Asaik. Diesen Fall haben die Götter geschickt. Und in der Sekunde der Wahrheit widme ich Ihnen seine Hoden. Das kannst du doch nicht machen. Das sagst du als Frau. Der Campus. Und wir fordern den Präsidenten auf, einzugreifen. Sonst soll er einer Präsidentin Platz machen. Arschloch. Wir kriegen dich, du geile Sau. Vergewaltigung? Das ist eine Kampagne. Wir werden ihn öffentlich steinigen. Willkommen an Bord. Die wissen, es gibt nur eins, das tödlich sein kann. Wenn es Zeugen gibt. Die dachten wahrscheinlich, das ist Wissenschaft. Lesen Sie in diesem Buch nochmal das Kapitel über das Beten nach. Ein Sönke-Wortmann-Film. Papi, Sie lügen doch, oder? Was ist bloß passiert mit uns? Würden Sie den Mann wiedererkennen? Da sitzt er. Wir sind das Team. Butter bei die Fische. Wir müssen die Lügner beim Namen nennen. Der Campus. Mit Heiner Lauterbach, Sandra Speichert, Barbara Rudnick, Hans-Michael Rebe, Martin Benrath, Armin Rohde, Stefan Jürgens, Sibylle Kanonika und Axel Milberg. Der Campus. Was? Komm, lass uns nochmal ficken. Demnächst im Kino.